Weil ihr dürft hier nämlich, wenn ihr wollt, den Weg bestimmen. Ihr könnt es mir richtig schwer machen, ihr könnt es mir natürlich auch einfach machen, das ist dann euch überlassen. Aber die erste Runde wird sowieso immer gekämpft, damit ihr mal so einen kleinen Überblick bekommt, wo es lang geht. Falls ihr darauf natürlich Lust habt, dann könnt ihr das gerne in den Chat schreiben. Mir würde auch dann einfach 1, 2, 3 oder 4 reichen. Als einfach nur die Zahl. Eins, zwei oder drei oder vier oder eins oder drei oder zwei. Gut, nehmen wir die drei. Nicht wundern, ich frage dann immer ins Off hinein. Schlechte Entscheidung. Also wirklich. Da freut sich jemand. Ja. Dann. Ah, das ist schon wieder eine recht nette Kombi. Immer wenn du eine Macht ausspielst, erschaffe einen Blitz. Und die nächste wäre eine Macht. Also spielen wir das. So, jetzt habe ich zwei Karten gespielt. Das ist so schön, ich kann sie einfach noch alle spielen. Okay. Reicht ja an sich. Ja, Schaden wird ja weniger zugefügt, weil die Drecksviecher fliegen. Ich hasse diese Viecher. Oh, nehme ich das dafür schon? Ja, an sich, 5 Block würde 5 durchgehen. Aber das ist halt dann erschöpft. Ich möchte nicht, dass es erschöpft wird. Auch wenn es etwas risikoreich ist. Ja, mach dich ruhig stark. Okay, jetzt würde er mich angreifen. Nö, würde er nicht. Ach so, stimmt. Ah, doch, tut. Ah, das ist doch so dumm. Das ist so dumm. Okay. Ich würde einmal meine Batterie laden. Dann bekomme ich auf jeden Fall 7 Block dazu. Das finde ich nett. Fühle ich trotzdem doppelt entladen. Wobei. Ja, ich gebe jetzt die Energie dafür aus, damit die danach günstiger wird. Und dann, ja, verteidige ich mich nochmal. Ich will nicht gleich am Anfang schon so viele Punkte verlieren. Könnt mir ja mal schreiben, ob ihr denkt, dass das, was ich mache, totaler Humbug ist. Weil ihr denkt so, dass so sollte man das vielleicht nicht spielen. Wirklich. Das ist doch lächerlich. So. Jetzt bräuchte ich die, dass ich das entlade. Okay, ich könnte Karten ziehen. Die machen aber keine 7 Schaden. Das ist so blöd. Okay, ich verteidige mich einmal. Dann füge ich ihm hier 3 Schaden zu. Dann verteidige ich mich nochmal. Ja, okay. Ich erhalte 3 Block und nehme mir auf jeden Fall die hier. Und verteidige mich damit. Damit die mir nicht gleich schon die ganzen Punkte abjagen. Ich meine, schaut euch mal das an. Es ist schon echt gut knapp, dass ich nur 3 weitere Block habe, als sie mir zufügen wollen.
Okay, erschaffe ein Frost. Ich habe aber keinen Platz. Okay. Das ist so dreckig einfach. Jetzt habe ich ihn wenigstens ein bisschen geschwächt. Machen wir das. Auf jeden Fall kriegen wir den einen down. Nur mit drei, ne? Da mache ich fünf. Dann machen wir das. Der will angreifen. Dann machen wir ihn auch schwach. Und den töten wir. Jawoll! Der mich angreift, wäre mir natürlich lieber gewesen. Aber den können wir zum Glück blocken. Wir wollen ja nicht übermütig werden. Wir können ja froh sein. Und ich hoffe, dass es nicht mehr zum... Okay. Ich würde sagen, machen wir keine halben Sachen. Machen wir ihn gleich richtig fertig. Oh, jetzt muss ich mal wieder Tränke verwenden. Und Gewitter... Ah, das mit dem X-Blitzen finde ich einfach nicht cool. Füge 9 Schaden zu und erschaffe einen Frost. Erhalte Block in Höhe der Kartenanzahl im Abwurfstapel. Plus 3. Klingt cool. Nehmen wir mal. So. Links oder rechts? Wenn wir rechts gehen würden, hätten wir mindestens 3 Kämpfe, bis wir zu einem Lagerfeuer kommen. Und hier links hätten wir auch mindestens 3, bis man wieder zu einem Lagerfeuer kommt. Und noch einmal ein unbekanntes Feld. Also wenn ihr möchtet, dürft ihr das gerne entscheiden. Wenn nicht, kann ich auch verstehen. Vielleicht denken sich die meisten so, laber nicht so viel, spiel viel mehr. Aber etwas möchte ich euch natürlich die Zeit geben, in Interaktion mit mir zu treten. Okay. Dann wähle ich selber aus, und zwar Fragezeichen. Gucken, vielleicht kriegen wir ja was Cooles. Ah, okay, ja, genau. Ein Mann mit einer Augenklappe und einem teuflischen Grinsen schlendert lässig zu dir herüber. Heda, Fremdling. Heda! Ich finde das ein sehr merkwürdiger Ausdruck. Ich weiß, dass es ihn gibt, aber ich finde sie trotzdem sehr witzig. Stell dich mal vor, jemand auf der offenen Straße sagt so, hey da! So. bist du interessiert, die Wissenschaft voranzubringen? Kein Training oder Segen kann dich so stark machen, wie ich es kann. Du wirst es brauchen, falls du einen dieser Helden mit Todessehnsucht bist. Was sagst du? Ja, also entweder nehmen wir hier diese Karte. Finde ich aber richtig lame. Wir können 2 Karten transformieren oder wir erhalten ein besonderes Relikt. Und wir möchten besondere Relikte. Wunderbar, du säufst die mysteriöse Substanz runter. Sofort bist du gestärkt und spürst deine Muskelfasern zucken. Genau, dafür kriegen wir... Beginne jeden Kampf mit 3 Stärke. Verliere am Ende deines ersten Zuges 3 Stärke. Da sind wir quasi gepowert. Der Kampf geht... Oh, ich hasse diese Viecher. Oh, das ist so wunderschön, diese Kombination. Ja. Machen wir zuerst Sturm. Dann Hallo Welt. Erschaffen uns einen Blitz.
Ja. Stimmt, ich muss hier oben noch nochmal eine Kapazität. Nächster Zug in diese. Deine nächste Karte in diesem Zug wird zweimal gespielt. Dann. Ich überlege gerade, ob ich nochmal einen Schnelligkeitstrank nehme. Wir haben es ja gerade. Super. Und dann drei Verteidigungskarten. Wollen aber angreifen. Weil der nämlich seinen Block geht am Anfang nicht runter. Und das ist natürlich eine richtig, richtig blöde Sache. Genau, hier. Füge drei Schaden zu, falls dein Gegner dich angreifen will, schwächen wir ihn. Genau, er kann hier dieses Artefakt wehrt Debuffs ab. Das hat er jetzt gerade gemacht. Fügen wir ihm erstmal Schaden zu. So gut. Jetzt habe ich einfach die Karte wieder gezogen. Ich würde aber ihm damit Schaden machen. Das bringt nichts. Machen wir die hier noch. Stimmt, wir hätten eigentlich blocken können. Habe ich überhaupt gerade nicht drauf drauf geachtet. Richtig gut. Entlade deinen vordersten Orb. Erschaffe den Orb, der gerade entladen wurde. Wie muss ich das verstehen? Für 10 Schaden zu, nimm alle Karten mit Kosten 0 vom Abwurfstapel. Habe ich nicht. Versuchen wir. Also habe ich ihn gerade einfach wieder bekommen. Das klingt natürlich nicht schlecht. Oh, das kann ich nochmal machen, ne? Tatsache. Ja. Okay, ich kann ihn doch jetzt schon fertig machen. Dann machen wir das lieber. Auf jeden Fall. Voll cool. Füge zweimal einem zufälligen Gegner 9 Schaden zu. Das ist natürlich nicht schlecht. Erschaffe einen Frost. Oder das. Ich glaube, ich nehme die Karte. Ich habe nämlich keine, die mehreren Gegnern gleichzeitig was zufügt. Und das wäre schon echt eine nice Sache. Bis jetzt. Ich würde ja fast sagen, eher rechts als links. Aber wenn wir links lang gehen, können wir die Lagerfeuer nutzen, um unsere Karten zu verbessern. Andererseits, da haben wir einen Händler. Aber haben wir dort oben auch. Okay. Dann würde ich jetzt hier links lang gehen. Und da mein Glück versuchen. Ich sagte Glück. Super Kombi. Werde ich, glaube ich, immer so anwenden. Er möchte mir Schaden zufügen. Ja, dann werden wir ihm auch gleich noch ein bisschen was draufhauen. Und ja, ist zwar eine etwas teure Karte quasi gewesen, aber es ist in Ordnung. Füg ange. Saugut. Jetzt habe ich die genau. Das finde ich super. Ah, das ist die gar nicht, aber ich habe sie trotzdem gezogen. Okay. Finde ich gut. Zweimal einem zufälligen Gegner Schaden zu. Genau, jetzt würde ich 6 Block erhalten. Eine. Darf ich nur nicht.
übersehen. Nee, dann machen wir erstmal die hier. Quatsch. Ah, jetzt habe ich sie schon genommen. Egal. Dann nehmen wir die. Er möchte mich angreifen, deswegen kann ich ihn schwächen. Ich hau mit beiden hier drauf. Ich habe jetzt drei. Okay, halt Block. Brauche ich jetzt gerade gar nicht. Ich könnte ja mit dem eigentlich zuhauen. Ah, das ist jetzt natürlich ein bisschen tricky. Ja, wobei, ist es nicht. Er macht mir einen Schaden. Das ist in Ordnung. Durch die Schwächung. Das können wir verkraften. Jetzt wollen sie mich aber beide angreifen. Das war nochmal Bann gewesen. Immer wenn du eine Nicht-Angriffskarte ausspielst. Okay. Dann machen wir das hier. Er will uns angreifen. Den machen wir schwach. Wir erschaffen einen Blitz. Mit ihm können wir ihn töten. Was war das? 7 Karten? Und hier... Ja gut, brauchen wir nicht. Ich merke schon, ich spiele echt gut risikoreich. Ich überlege, wie selten ich gerade blocke. Gut, also einmal entladen wir den vordersten Orb. Und dann verteidigen wir uns etwas. Mir schon wieder 4 Schaden. Also vielleicht war es gar nicht so unklug, da lang zu gehen. Alter, wie viel... Das ist schon ein bisschen übertrieben. Naja. Gut, dann verteidigen wir uns. Wir verteidigen uns nochmal. Dann kriegen wir nochmal Block und können uns nochmal verteidigen. Ich glaube, das wird übel. Vielleicht werden nur meine Blitzkugeln ihn fertig machen können nächste Runde. Weil ich eventuell keine Karten bekomme, aber doch. Oh, das ist okay. Dann hauen wir ihn jetzt einfach nur noch zu Klump. Frost oder füge pro Orb 4 Schaden zu. Das ist natürlich auch echt nicht schlecht. Wenn man natürlich ein paar hat. Aber eine Karte aus dem Abwurfstapel zurückzuholen ist auch nicht schlecht. Ich glaube, das nehmen wir, weil die ist auch schon verbessert. Oh, noch ein angeblich normaler Gegner. Ich wusste schon, warum ich mir denke, es ist angeblich ein normaler Gegner. Manchmal kann das so lange mit denen dauern. Okay. Wieder unsere bewährte Taktik. Jetzt wollen sie beide gerade noch nicht... Mach ich ihn zuerst, weil der... Ja. Mache ich, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, was der nämlich alles macht. Er
Okay, sie wollen mich beide angreifen. Oh, schön, das kann ich auf beide anwenden. Oder aber... Stimmt, der negiert die ja. Okay, machen wir dann doch alles auf die. Dann können wir den nämlich beim nächsten Mal schwächen. Also beim übernächsten Mal. Ausgerechnet jetzt fügst du nicht dem Schaden zu, von dem ich mir gewünscht hätte, dass du es tust. Okay, wenn wir die zuletzt spielen, könnte das noch gar nicht so schlecht sein. Okay, dann haben wir die hier. Vielleicht kriegen wir noch mal eine. Okay, ich könnte noch mal eine Karte aus dem Abwurfstapel nehmen. Hier, die hier nehmen wir. Ah, aber dann kann ich mich nicht verteidigen genügend. Ach, das war doof. Das war doof. Gut, dann blocken wir halt. Haben wir hier oben irgendwas? Das war nicht so clever. Okay. Können einmal ihn schwächen. Das jetzt nämlich auch richtig. Okay. Ich erschaffe, glaube ich, erstmal einen Blitz. Ich finde ihn eigentlich schon ganz cool als zusätzlichen Schaden. Schwierig. Also ich will auf jeden Fall. Aber der macht mir jetzt gerade keinen Schaden. Jetzt kriege ich dafür nur drei Block. Das ist doch schon wieder. Hier, nächste Karte wird zweimal in einem Zug gespielt. Dann machen wir halt das. Fügen wir ihm. Er will schon 20 Schaden zufügen. Machen wir das halt. Ja, gut. Und dann. Oh, Tatsache. Nee, dann nehmen wir die hier. Und das war's. So, stimmt. Ich kann nicht mehr als 6 Karten spielen, ne? Deswegen konnte ich von den anderen keine mehr ausführen. Aber das ist okay. Erst einmal nehmen wir hier das Sperrfeuer. Wir haben ihm tatsächlich Schaden zugefügt. Können wir ihn platt machen? Das ist eine durchaus gute Frage. Und ich kann sie mit einem klaren Ja beantworten. Das gefällt mir. Okay, Dunkelheit. Erschaffe einen Schatten. Was bedeutet das? Ein erschaffener Orb kommt in deinen vordersten freien Slot. Hast du keinen freien Slot, so entlädt sich dein vorderster Orb, um Platz zu machen. Erhöht deinen Schatten pro Zug. Beim Entladen fügt er dem Gegner mit dem wenigsten TP Schaden zu. Okay. Dann Dampfwall. 6 Block. Der Block dieser Karte wird für diesen Kampf um 1 verringert. Okay, also jedes Mal, wenn ich den verwende, ist der weniger wert. Kostet eine Energie weniger pro diesen Kampf gespielte Machtkarte. Oh, und ich habe viele Machtkarten, die ich spiele. Schon alleine 2 am Anfang. Das heißt, er kostet danach nur noch 2. Und dafür 12 Block zu bekommen, finde ich angemessen. Nehme ich. Oh. Leute, also, jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Was soll ich nehmen? Ein Elite oder ein Lagerfeuer? Klar, Elite ist doch Logo. Ja, wir müssen uns leider etwas ausruhen. Schade, schade um die
Möglichkeit, ein paar Karten zu verbessern. Aber vielleicht kommen wir in diesem Kampf nicht so schwierig weg. Ja. Immer wenn nur... Ja, diesmal haben sie es andersrum mir gegeben, ne? Erst Hallo Welt und dann Sturm. Als würde ich nicht aufpassen. Gut. Ich muss auf jeden Fall mich erstmal ein bisschen verteidigen. Der will es ja übelst übertreiben. Er könnte mir auch durchaus gefährlich werden. Wollen wir gleich, ja, wir trinken gleich mal, machen nochmal zwei Stärke dazu. Wir machen ihn verwundbar. Zweimal zufälligen Gegner Schaden. 11 Schaden klingt eigentlich schon nicht schlecht. Und hier könnte ich nochmal 12 Schaden. Aber dann hat er, also 18 Schaden, aber er kriegt 9 davon nicht. Ich krieg ihn halt leider nicht platt, bevor er... Gut, das kann ich aber trotzdem einsetzen. Und... Ja, dann nehme ich noch hier... Die kann ich ja noch einsetzen. Das ist auch die letzte, die ich dann sowieso ausspielen darf. Ja, schade, dass das gerade verwundbar nicht auch diesen Effekt hat wie Schwäche. Das wäre schon echt cool gewesen. Na gut, dann versuchen wir ihn jetzt einfach fertig zu machen. Was haben wir hier? Füge 4 Schaden zu und wende 2 verwundbar an. Füge 11 Schaden zu, wende 3 anvisieren an. Oh, okay, das klingt cool. Oder das? Nee, ins Schwarze würde ich sagen. Jetzt müssen wir uns schon wieder heilen. Ach, das ist wirklich traurig. Aber wir halten uns noch. Nicht so gut, wie man vielleicht sollte. Aber heile zu Beginn von Bosskämpfen 25 TP. I love it. Da gab es ja eben nicht viel zu entscheiden. Deswegen dachte ich, klicke ich einfach gleich schnell durch. Ah, yeah. So, gut. Sturm! Und hallo Welt! Die schwächen wir. Fügen wir gleich noch Schaden zu. Und dann blocken wir noch. Unverschämtheit. Egal. Entschuldigung. Und ja, ein bisschen trockenen Hals. Ich muss mal was trinken. Vergesse ich leider immer bei zu vielem Quatschen. Gut. Damit könnte ich 5 Block haben. Das würde mir auch reichen, aber
Okay. Ich überlege gerade, wie machen wir das taktisch am besten? Wollen wir in unserem nächsten Zug wollen wir, glaube ich, mehr Energie haben. Das reicht ja jetzt vom Blocken her. Und wir greifen trotzdem ihn an. Boah, nimmt ja wenig Schaden. Schaut doch mal, das kostet gleich nur noch zwei. Das ist wirklich, wirklich schön. Okay. Wollen wir ihn verwunden? Ich glaube ja. Das macht schon Sinn. Dann blocken wir und greifen ihn noch mal an. Hab ich noch? Ja. Haha. Dann dürfen wir ihn nämlich noch schwächen und noch mal schwächen. Und dann dürfen wir noch einmal genauer angreifen. Wobei. Machen wir so. Dann kriegt er jetzt nämlich trotzdem noch mal Schaden. Wunderschön. Einfach wunderschön. Füge zweimal zufälligen Gegner. Könnte jetzt natürlich sein, dass er genau die falsche, den falschen nimmt. Kann ich ihn überhaupt? Okay, drei Schaden. Ne, hier vier Schaden. Dann machen wir das. Dann hauen wir den erstmal weg, bevor der uns zu viel Schaden macht. Haben wir auch nur noch einen zufälligen Gegner. Oh, sehr schön. Und ja, beenden den Zug und er ist down. Das lief wirklich gut. Ich hatte etwas Angst, aber das war schon echt nice. Okay, neun Block. 10 Block im nächsten Zug erhalte mehr Energie oder verliere einen Fokus, erhalte eine Stärke, erhalte Geschicklichkeit. Nö. Batterieladen plus. Und weil wir es uns jetzt aussuchen können, nehmen wir auf jeden Fall das Lagerfeuer und schmieden uns eine Karte. Also verbessern die. Und ich möchte, welche möchte ich optimieren? Was passiert, wenn ich die hier optimiere? Dann kostet sie mich nichts. Heidewitzka, das überlege ich wirklich gerade. Oh, das wäre schon echt eine nette Sache. Was würde hier passieren? Mehr Schaden. Die ist ja auch übelst Hammer. Ja, das ist okay, aber nee, ich glaube, dann nehme ich erstmal die hier. Weil wir können ja jetzt erstmal hier lang gehen. Und dann kommen wir gleich wieder zu einem Lagerfeuer. Vielleicht hat er ja etwas Schönes für uns.
Füge 7 Schaden zu, erschaffe einen Blitz. Füge 10 Schaden zu, nimm alle Karten mit Kosten 0 vom Abwurfstapel auf die Hand. Habe ich leider noch nicht so viele davon. Das habe ich eben schon abgelehnt. Heile am Ende deines Kampfes 10 TP. Okay. Spiele immer zu Beginn deines Zuges die oberste Karte des Nachziehstapels. Das wäre nochmal eine Machtsache. Immer wenn du in einem Zug 3 Angriffe ausspielst, erhalte 4 Block. Mehr Geschicklichkeit. Erhöhe beim Aufheben deine maximale TP um 7 und heile alle deine TP. Okay, aber es. Aber ich glaube, hier immer, wenn du ein 3 Angriffe ausspielst, können wir uns auch leisten. Zu viel Geld haben wir nämlich. Und ich würde, glaube ich, das hier auch noch auch noch mitnehmen, weil viel Macht bekommen wir auf jeden Fall mehr Blitze, wenn es so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ich stelle mir das sehr gut vor. Jetzt, ja, nehmen wir hier nochmal ein Lagerfeuer mit und schmieden noch eine. Das ist wirklich eine schöne Sache. Und nehmen hier das Entladung, dass die mich einfach nichts kostet. Ja, jetzt haben wir die Qual der Wahl. Links oder rechts? Wie sind wir denn so gelaufen? Wann ist? Links, dann sind wir nach rechts. Dann sind wir nach links, dann gehen wir jetzt wieder nach rechts. Ja, könnte es schlimmer treffen. Okay. Immer wenn du eine Macht ausspielst, danach gleich Hallo Welt. Vielleicht sollte ich machen als nächstes, dass die mich nichts kosten. Weil es ist ja schon echt eine nette Sache. Ja, ich glaube, die hebe ich mir aber noch auf. Was hatte ich hier oben? Wende 3 schwach an. Nö. Ja, er baut sich erstmal schön mit Dings auf. Okay. Angriff, 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 Fertigkeit, Angriff, Fertigkeit. Gut, ich möchte erstmal 8 Block, 5 Block. Ich möchte erstmal eine Karte vom Abwurfstapel zurück auf die Hand nehmen. Was hatte ich denn im Abwurfstapel? Doch ja. Vorbei. Nee. Nee. Nehmen wir das hier. Wir fügen nochmal 6 Schaden zu. Jetzt hat die Frage, wir haben jetzt nur noch eins. Okay. Aber wenn ich 5 nehme, bekomme ich 7 insgesamt und könnte noch mal eine Karte aus dem Abwurfstapel nehmen und dann quasi. Ah, nee. Tricky, tricky. Nee, dann nehmen wir die hier und blocken uns. Wir müssen es ja auch nicht immer mega übertreiben. Auch wenn ich jetzt natürlich etwas Schaden bekomme. Man muss ja nicht alles immer sofort raushauen. Okay. Wie wird es nochmal gemacht mit den Blitzen eigentlich? Irgendeinem Gegner oder beiden Gegnern? Fügt am Ende des Zugs einem zufälligen Gegner.
Das ist halt die Frage, ob der zufällige Gegner auch gerade dieser ist. Ich würde gerne, glaube ich, das Kraftfeld auf die Hand nehmen. Und mich damit etwas schützen. Okay, er würde mich 20 Schaden würde er machen. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen die Angst, die ich habe, dass ausgerechnet dann, wenn ich jetzt hier so eine Karte habe mit dem vordersten Orb entladen, dass ich dann hier halt nur Block bekomme. Das kann man wirklich nur machen, wenn du, glaube ich, viele von den Blitzsachen da hast, weil so oft lohnt sich das bis jetzt noch nicht. Okay, 7 Block, das klingt natürlich schon auf jeden Fall besser. Jawohl. Okay. Da habe ich meine 20 Blockverteidigung. Okay. Wir erschaffen. Machen wir das immer zum Beginn deines Zuges. Oberste Karte. Wir gucken mal, was das bedeutet. Ob es das bedeutet, was ich halt auch ein bisschen befürchte. Dann fügen wir ihm mal 10 Schaden zu. Versuchen es mal. Wir entladen den vordersten Orb. Aber wir können noch einen neuen Blitz erschaffen. Ich weiß halt auch nicht, wenn ich vorne das quasi habe, ob ich dann mehr Block bekomme. Ja, irgendwie mal gut zu wissen. Viele dieser Spielmechaniken sind mir noch echt nicht geläufig. Aber sieht nicht danach aus. Okay, ja, wir haben halt jetzt ein bisschen Schaden bekommen. Gut. Füge 11 Schaden zu und wende Anvisieren an. Ja. Das stimmt, der negiert das ja. Ach, das war so doof. Noch einmal, das würde er auch negieren, aber es kostet mich nichts. Gucken wir mal. 7 Schaden zu pro Ziel pro Karte. Zweimal im Gut. Ich krieg den noch down. Jawoll. Manchmal glaube ich selber nicht dran und muss mich dann immer vergewissern. Schmelze entferne allen Block von deinem Gegner, füge 10 Schaden zu. Okay. Okay, man könnte natürlich auch ein bisschen mehr in die Richtung gehen, aber irgendwie entferne allen Block von deinem Gegner. Aber es ist halt sehr was sehr Spezifisches. Ich glaube, ich nehme das. So, wir heilen uns nicht, weil wir haben ja hier oben einmal dieses Ding hier. Heile zu Beginn von Bosskämpfen, 25 TP. Und da sind wir ja genau drin. So schmieden wir uns noch was Schönes. Ich auf jeden Fall. Hey, schön, dass du reinschaust. Ja, ich dachte mal, ich zock noch ein bisschen Slay the Spire. Alles gut bei dir? Hast du auch schon gestreamt oder streamst du noch? Ich meine, 19 Uhr ist ja eigentlich immer deine Zeit, ne? 19 oder so Richtung 20, 21 Uhr. Das kostet auch immer noch 4, aber das ist an sich voll cool.
Heute schaust du nur zu. Schon, ob heute ist voll Zuschauerstress. Okay. Ah, Among Us. Ja, witzig. Ja, musst du gucken, dass es das auch funktioniert. Ich habe in letzter Zeit übelst doll einen Bug bei Among Us und kann nicht mehr spielen. Das ist richtig ärgerlich. Er sagt die ganze Zeit, dass es nicht funktioniert. Also, toi toi toi, dass es bei euch klappt. Ja, witzigerweise wollte ich auch mal mit Leuten zusammen streamen. Und es hat halt einfach nicht funktioniert. Ich habe mich richtig geärgert. Ich habe seitdem diesen Bug nicht wegbekommen. Ich hoffe, dass sie irgendwann mal ein Update machen, dass ich das mal wieder nutzen kann. Weil schon echt gut schade ist. Was nehme ich? Was nehme ich? Was nehme ich? Mehr Block? Ich glaube, ich nehme mehr Block. Ja, normalerweise funktioniert es dann, wenn man den Server wechselt, also dass man nicht in den Europa-Server reingeht, der sowieso eigentlich immer voll ist, sondern den amerikanischen Server nimmt, aber das funktioniert aus irgendeinem Grund auch bei mir nicht. Ach, sehr schön. Ja, auf jeden Fall bist du herzlich eingeladen. Wenn du möchtest, jetzt bin ich gerade bei einem Bosskampf und wenn es dann noch reicht, darfst du gerne mitentscheiden, wo ich lang gehe. Aber, oh, oh Gott, oh Gott, der sieht nicht gut aus. Den hatte ich noch nicht. Oh nein. Der sieht aus, als würde er mich platt machen. Wirklich ohne Mist. Wenn mir so einer entgegenkommen würde, jetzt mal so, wäre ich jetzt wirklich diese Person hier. Ich würde instant wegrennen. Ohne Scheiß, der sieht schon so aus. Das sieht aus, als wäre es Darkest Dungeon. Ja, so mit dem Schädel da unten und so, das könnte schon echt gut. Der wird mir bestimmt einen Arsch versohlen. Gut. Machen wir das. Wir wissen nicht, was er tut. Ich weiß auch nicht, was ich tue. Dann wenden wir gleich mal schwach auf ihn an. Und hauen mal ein bisschen drauf. Was haben wir noch? Zwei mehr Energie brauchen wir gerade nicht. Ach, ich kann mich verteidigen. Ach komm, machen wir. Dann ist die Karte sowieso weg. Die sehen schon cool aus. Das können Untertanen fliehen aus dem Kampf, wenn ihr Anführer stirbt. Ihr habt aber auch echt nicht wenig Lebenspunkte. Okay, da muss ich ja wirklich krass überlegen, was ich mache, ne? Okay, nehmen wir uns erstmal beim nächsten Zug mehr Energie. Mehr Blitz oder mehr F oder eine Frost? Frost würde bedeuten, dass wir zusätzlich Block bekommen. Ich glaube, das mache ich. Da gehe ich lieber weg vom Blitz anvisieren. Machen 14 Schaden. Also einmal muss ich mich auf jeden Fall noch blocken. Okay, machen wir das. Dann blocken uns. Und nehmen. Ach shit, wir haben nichts, was nichts kostet. Dann nehmen wir einfach das. So. Bin ich ja mal gespannt, wie dieser Kampf läuft. Der gibt ihnen halt einfach mal allen Stärke. Läuft, würde ich sagen. Okay. Dann versuchen wir ihn verwundbar zu machen. Müssen ihn ja hauptsächlich wegbekommen. Laden. Okay, das hat leider nicht so cool funktioniert, wie ich wollte.
Dann blocken wir uns mal lieber ein bisschen. Können wir ja zum Glück alles verwenden. Joa. Alter, dass er mir jetzt schon gleich übelst die Hosen auszieht. Der hat immer noch super viel TP. Das ist unglaublich. Vielleicht muss ich doch die unten erstmal loswerden. Okay. Ich glaube, dann mache ich den einen platt, dann kriege ich nämlich weniger Schaden. Sehr gut, jetzt kann ich mich. Wo ist es hier? Dem Stapel Karten. Also da halte ich 21 Block. Das nehme ich. Dann brauche ich mir darüber erstmal keine Gedanken machen. Dann machen wir ihn hier schwach. Und hauen mit dem Schlag drauf. Okay. Was hat er getan? Er hat mich verwundbar gemacht. Gebrechlich und schwach. Jo, du musst es aber echt übertreiben, oder? Gut, dann machen wir das hier auf jeden Fall. Die ist recht cool, dass man die immer ausspielt. Also bis jetzt fand ich die recht cool. Okay. Gut, ich muss auf jeden Fall blocken. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ja, füge einem Gegner viel Schaden zu. Füge eine Karte und ziehe eine Karte. Ich glaube, das versuche ich mal. Vielleicht 7 Schaden. Ja, gut, den einen kann ich fertig machen. Okay. Gucken, wie lange es dauert, bis er neue Leute ruft. Das machen wir auch auf jeden Fall. Da liegen dann nämlich mehr Karten. Dann. Ja gut, wir haben sowieso hauptsächlich Blockkarten. Dann nutzen wir die halt auch alle. Jetzt kriegen wir 10 Block dazu und das reicht nicht mal. Ich könnte 2 Energie, dann könnte ich noch mal einmal mehr blocken. Ich glaube, das mache ich auch. Ist zwar ein bisschen verschwendet, aber dadurch bekommt. Nein! Oh, das habe ich vergessen. Oh, das war doof. Oh, das hat weh getan. Oh, das wird weh tun. Ich hab ein Relikt, was halt verhindert, dass ich mehr als 6 Züge spielen darf. Innerhalb eines Zuges, also Karten spielen darf. Und das habe ich übelst vergessen. Oh, das war gerade sau sinnlos. Okay, er weiß nicht, was er tun will. Das brauchen wir nicht spielen. Pro unterschiedlichen Orb. Wir haben nicht unterschiedliche Orbs. Wir können den vordersten entleeren. Das machen wir. Boah, gut.
geben ihm nochmal 15 Schaden. Er wird jetzt gleich seine dummen Viecher holen. Aber dann werden wir ihm erstmal vorher noch ein bisschen Mühschaden zufügen, würde ich sagen. Das war sehr niedlich. Okay, das war cool. Dann nehmen wir auf jeden Fall hier dieses Kraftfeld. So, jetzt müssen wir das echt gut geschickt machen. Wir nehmen auf jeden Fall das hier. Wir schaffen einen Frost, dadurch bekommen wir nochmal mehr Block am Ende des Zuges. Das wird halt einfach hinten und vorne nicht reichen. Nehmen wir 6 Block. Was haben wir in unserem Abwurfstapel? Haben wir irgendwas, was wir instant gut gebrauchen können? Wir können eine doppelte Entleerung machen. Ich glaube es. Oder, nee, wir nehmen die hier. Optimieren. Die macht dann mehr Schaden. Ja, das wird so knapp. Jawohl. Okay. Schade, dass wir gerade keine neue Energie bekommen haben. Die Frage, wollen wir uns halt. Wir machen halt schon ein bisschen Schaden. Aber wir versuchen, die halt loszuwerden. Weil sonst sieht's echt schlecht aus. Okay. Wir blocken nochmal. Ich kann nur 6 Karten spielen. Das ist doch so. Ich dachte nicht, dass es mich so sehr ärgern würde, dass ich nur so wenig Karten spielen kann. Es war meine eigene Entscheidung, dieses Relikt zu nehmen. Das ist mir wohl auch bewusst. Nur dachte ich nicht, dass dieses Deck sich dazu sehr gut eignet, das zu machen. Also so viele Kartenkombinationen hintereinander zu setzen. Okay. Ich könnte. Ich habe nichts, was mehreren Gegnern was zufügen kann, ne? Ich könnte auf jeden Fall einen runterreißen. Ihnen würde ich nochmal 11 Schaden zufügen. Ich muss nur aufpassen, nicht, dass ich jetzt. Stimmt, ich wollte ihn vorher eigentlich schwächen. Naja, gut. Dann machen wir das auf jeden Fall. Ich brauche keinen 15 Block. Ich kann die beiden hier töten. Dann habe ich. Genau, dann habe ich 6 Stück verbraucht. Okay, das ist trotzdem in Ordnung. Er wird mich jetzt schwach machen, bestimmt wieder. Nee, okay, er will groß angreifen.
Wenn ich das hier jetzt schon nehmen würde, kann ich ihn töten? Wenn ich jetzt das einsetze, kann ich bestimmt nicht. Ich kann schwach machen. Verwundbar. Aber ich muss trotzdem versuchen, ihn davon abzuhalten, mich zu töten. Jetzt habe ich schon 5 Karten gespielt. Das heißt, nee, wir. Doch, wir nehmen die hier. Er wird ja jetzt noch nicht sofort seine Schergen rufen können. Das kann er dann erst in der nächsten Runde. Tut er aber nicht. Er ist sich, glaube ich, sehr sicher. Schade. Okay, ich habe jetzt nur Block bekommen. Aber wir fügen ihm auf jeden Fall Schaden zu. Dann haben wir eigentlich nur Blocksachen. Ich könnte echt im Strahl kotzen. Wieso? Das ist doch echt nicht mehr ernst. Hier, blocken, blocken und blocken. Ich will ihn fertig machen. Okay. Das. Die vorderste ist. Für uns. Nicht die. Stimmt, die Optimierung kann ich nehmen. Ja. Die kann ich auch ausspielen und dann ist der down. Ja! Ja! Nice ein Stein. Hat ja, glaube ich, nur ewig gedauert gerade. Ah, nimm immer zu Beginn deines Zuges eine mächtige Macht auf die Hand. Erschaffe einen Blitz, einen Frost und einen Schatten. Ist danach erschöpft. Donnerschlag. Füge pro diesen Kampf erschaffenen Blitz einen zufälligen Gegner 7 Schaden zu. Passiert leider nicht so oft. Dann nehme ich die kreative KI plus. Holy moly, ey. Okay, jetzt sollten wir vielleicht ein bisschen besser uns überlegen, was für ein Relikt wir nehmen. Erschaffe zu Beginn jedes Kampfes ein Plasma. Was bedeutet Plasma enthaltene Energie? Ein erschaffener Orb kommt in den vordersten freien Slot. Okay. Sklavenhändlerkette in Elite- und Bosskämpfen erhältst du in deinem Zug Energie. Das klingt gut. Halte in deinem Zug alle Gegner beginnen den Kampf mit 1 Stärke. Ach so, okay. Nee, ich glaube, dann nehme ich diese Sklavenhändlerkette. Die habe ich schon mal genutzt. Ja, dann können wir stolz sagen, wir sind in Akt 3 gelandet. Aber bevor es jetzt weitergeht, ich bin mal ganz kurz auf der Toilette und gleich geht's weiter.